Hallo, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video von ADA Motors hier auf diesem Kanal. Heute stelle ich euch einmal die XMR-Familie vor, wie man hier auch einmal schon gut zu sehen bekommt. Wir haben aktuell 3 von 4 XMR-Fahrzeugen da. Einmal ganz links die 650er XMR, einmal hier in der Mitte die 1000er XMR und wie im letzten Video schon erklärt die Dragster XMR. Auf die 1000er XMR gehen wir heute ein bisschen näher rein. Das Fahrzeug wurde bereits auf Kundenwunsch schon mit diversen Teilen umgebaut, wie beispielsweise die schwarzen Handguards oder eine Griffheizung bzw. eine Sitzheizung. Darauf gehen wir später mehr ein. Wir haben hier auch bei der XMR aus dem Zubehör ein Iron Baltic Unterbodenschutz verbaut, natürlich auf Kundenwunsch. Mit diesem Hartkunststoff-Unterbodenschutz kann ich auch über gröberes Gestein oder auch über grobe Äste drüber rutschen, ohne dass mir der Unterboden vom Fahrzeug aufgerissen wird. Des Weiteren haben wir bei dieser XMR einmal die Fußrastenanlage nach oben gelegt hinten und einmal eine Aluminiumfußraste vorne, wie schon bei dem XXC-Video erklärt. Des Weiteren haben wir auf Kundenwunsch einmal eine Sitzheizung nachgerüstet, allerdings aus dem Zubehör, da die Sitzheizung von Can-Am Original nur so ein Überzug ist und der von der Qualität her leider nicht dem entspricht, was wir gerne verbauen. Des Weiteren wollte der Kunde noch eine Gas- und Handgriffheizung und, wie vorhin schon erwähnt, die Handguards in Schwarz. Größter Unterschied zwischen der 1000er und der 650er, wie man später zu sehen bekommt, ist einmal der Radstand, der um 20 cm länger ist und natürlich optisch gesehen die Farbe. Genauso ist der Sitzbezug bei der 1000er einmal rot-schwarz und bei der 650er wäre er komplett schwarz, beide doppelt abgenäht, wie auch bei der XXC. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir bei der 1000er einmal ein anderes Fahrwerk verbaut wie bei der 650er. Nämlich haben wir hier ein Fox Podium 1.5, das über Gewindegänge einstellbar ist. Somit kann ich entweder die Vorspannung der Feder reduzieren oder eben erhöhen. Wenn ich jetzt beispielsweise zu zweit fahren würde mit diesem Fahrzeug, hätte ich ja logischerweise mehr Gewicht. So würde ich auch jedem empfehlen, die Fahrwerkseinstellung dementsprechend auf das Gewicht anzupassen. Im hinteren Bereich des Fahrzeugs sieht man auch sehr gut nochmal den Hartkunststoff-Unterbodenschutz, der einmal hier relativ breitflächig auch über den Rahmen hinübergeht. Somit kann der Rahmen auch relativ wenig beschädigt werden bei höheren Geländefahrten. Des Weiteren haben wir hier noch einmal einen A-Armschutz und einen Antriebswellenschutz, wie man hier links und rechts zu sehen bekommt. Wie man hier jetzt beispielsweise bei der 650er sehr gut zu sehen bekommt, ist, dass bei allen Outlander XMR-Modellen der Kühlerumbau schon serienmäßig nach oben stattgefunden hat. Und auch eine weitere Besonderheit, bei allen XMR-Modellen, außer bei der Renegade, haben wir serienmäßig eine Seilwinde verbaut. Ob das die 650er, die 1000er oder eben die Dragster ist. Hier bei der 650er haben wir einmal die Desert-Tarn-Farbe. Und man sieht hier unten im Fußraum auch eigentlich schon relativ schnell, dass die um gut 20 cm kürzer ist. Das liegt einfach daran, dass es Can-Am als Einsitzer sieht, was aber durch die LOF, die noch stattfindet, beziehungsweise durch den LOF-Umbau auch und das LOF-Gutachten, automatisch zur Zweisitzer wird. Des Weiteren haben wir hier auch, wie bei der XXC und auch bei der 1000er XMR, eine Aluminiumfußraste verbaut für optimalen Halt im Gelände. Man sieht hier vorne am Lenker auch, sie sieht etwas anders aus wie die 1000er. Das liegt daran, dass dieses Fahrzeug noch nicht auf Kundenwunsch umgebaut wurde. Somit haben wir hier vorne beispielsweise keine Handguards, keine Daumen- und Gasheizung und auch keine Sitzheizung, wie wir sie bei der 1000er hatten. Selbstverständlich kann auch dieses Fahrzeug individuell nach Kundenwünschen umgebaut werden und findet selbstverständlich auch alles bei uns im Haus statt. Wie eben auch schon bei der 1000er erklärt, haben wir hier hinten bei der 650er auch den Kofferraum, der sich auch genauso öffnet. Man hier einmal das Bordwerkzeug bzw. die Originalbedienungsanleitung findet. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir an diesem Fahrzeug leider noch keinen LOF-Umbau vorgenommen.
Man sieht es eigentlich relativ gut. Hier, wo die Reflektoren links und rechts sitzen, kommen schlussendlich die Blinker rein. Genauso wie hier unten dann einmal Kennzeichenbeleuchtung und Anhängevorrichtung. Bei der International-Variante ist der Anhängebock serienmäßig schon verbaut. Man muss lediglich die Anhängerkupplung montieren. Bei der 650er haben wir hinten noch einen großen Unterschied gegenüber zur 1000er, nämlich hat die 1000er hier hinten noch einen RAM-Schutz, was die 650er leider serienmäßig nicht hat, das aber auch problemlos nachgerüstet werden kann. Zur XMR-Familie gehört selbstverständlich auch die Trackster, die ich euch in einem Video zuvor schon ausführlich erklärt habe. Möchte gerne trotzdem nochmal auf die Highlights der XMR eingehen. Das wäre einmal, wie man hier sieht, der ITP Crypted Drahtsatz in 30 Zoll, der auch bei der 1000er in 30 Zoll verbaut ist, sowohl bei der Outlander wie als auch bei der Renegade. Nur bei der 650er haben wir einen 28 Zoll Drahtsatz. Zur Highlight-Ausstattung der XMR gehört auch einmal hier die Kotflügelverbreiterung an der Vorderseite des Fahrzeugs und natürlich auch an der Rückseite des Fahrzeugs, genauso wie die Seitenpaneele in Wagenfarbe lackiert. Kommen wir nun noch einmal zum vorderen Teil der Dragster XMR. Wie bereits in einem Video schon zuvor erwähnt, haben wir bei der Dragster XMR serienmäßig den XMR-Rahmenschutz in Magma Red und darauf eben die 4500er Synthetik-Seilwinde. Des Weiteren haben wir bei der Dragster XMR noch ein besonderes Highlight, nämlich die charakteristischen Standlichtleuchten. Bei der Dragster und auch bei der Renegade haben wir serienmäßig keinen Kühlerumbau nach oben, im Gegensatz zu den Outlander-Modellen. Bei der Dragster ist dies leider auch nicht möglich. Bei der Renegade kann man es jederzeit nachrüsten. Am hinteren Teil des Fahrzeugs erkennt man auch nochmal sehr gut, dass die A-Arme der Dragster XMR anders gebogen sind wie bei der XU beispielsweise oder bei der DPS. Somit habe ich natürlich auch nochmal eine angehobene Bodenfreiheit. Des Weiteren haben wir hier hinten bei der Dragster XMR und bei der Renegade serienmäßig einmal das Schnorchelkit nach oben gelegt. Bei der Outlander ist es leider nicht serienmäßig, kann aber problemlos nachgerüstet werden. Ich habe euch hier einmal zwei Fahrzeuge gegenübergestellt. Einmal eine Outlander XTP, der Kühlerumbau hat nachträglich stattgefunden, und eine Outlander XMR 650, der Kühler ist serienmäßig schon nach oben gebaut. Bei der 650er XMR haben wir hier einmal Alustreben. Dieser Kühler wird daran befestigt und sitzt in diesem Fall bombenfest. Bei dem Nachbau, sprich wie hier bei der XTP, sieht es Canem vor, dass wir den Kühler auf das Link-Q-System schrauben und somit haben wir bei Geschwindigkeiten über 100 km/h ein schlechteres Fahrverhalten wie bei einem Originalkühlerumbau nach oben. Die XMR sieht man auch relativ gut, jetzt schon auf den ersten Blick, hat eine wesentlich höhere Bodenfreiheit als die XTP. Das liegt daran, dass die XMR serienmäßig schon mehr Bodenfreiheit durch das Fahrwerk und auch durch die A-Arme hat. Und wir haben hier einmal 28 Zoll bei der XMR gegenüber den 26 Zoll bei der XTP. Das bedeutet, wenn einer vorzieht oder in der Überlegung schwebt, einen Kühlerumbau nach oben durchzuführen, sollte er sich prinzipiell vorab schon mal für die XMR entscheiden, da wir hier, wie vorhin schon erwähnt, ein wesentlich besseres Fahrverhalten haben und es natürlich ohne Link-Q-System natürlich das Fahrzeug nochmal etwas breiter wirkt. Leider schon zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne auf Gefällt mir klicken.
Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, wie beispielsweise das heute, die XMR-Familie, oder auch mehr über uns erfahren möchtet, dann dürft ihr gerne ein Abo dalassen oder uns auf Instagram folgen, Ada Motors GmbH. Bis dahin, ciao.